Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute habe ich wieder eine sehr, sehr spannende Aktie für euch dabei, vor allem eine spannende Dividendenaktie, die jetzt gerade so ein bisschen, ja, kurstechnisch zumindest verprügelt wurde und wo ich persönlich aber denke, dass wir langfristig und mittelfristig einen sehr, sehr konstanten Titel haben, der auch wieder mittelfristig Chancen hat auf Steigerung. Aktuell gehe ich sogar aber eher davon aus, dass wir nochmal mit ein paar Rücksetzer rechnen müssen. Wir schauen uns das Ganze auch kurstechnisch zusammen an, schauen uns so ein bisschen die Zahlenlage an und was hier aktuell los ist und natürlich erstmal um welchen Titel es geht. Also bleibt auf jeden Fall dabei, wird mega spannend und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt rein ins Video. Ja, und heute geht es mir hier um die DHL Group, das heißt um die Deutsche Post kann man sagen. DHL ist eigentlich ein sehr, sehr konstanter deutscher Titel über die letzten Jahre und auch einer der Titel, die wirklich schöne Dividenden ausschütten mit über 4% oder sogar 5%, je nachdem, wo ihr persönlich natürlich eingestiegen seid. Und ich springe jetzt hier auch direkt mal auf den Kurs rein. Also ich schaue mal bei mir kurz nach, spiegel euch das Ganze natürlich auch hier kurz ins Bild. Wir haben einen Kurs von 38,28 Euro, ein Plus zum letzten Tag von am Freitag um 0,61%. Und ja, wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ging es jetzt um eine kleine Berg- und Talfahrt. Wir hatten eher auch dieses Jahr eine starke Seitwärtsphase, muss man sagen, irgendwo um die Range, um die 38 bis 40 Euro. Da hatte sich die Aktie eingependelt, ehe es dann nach den Zahlen erstmal bergab ging. Gefangen hat sich die Aktie dann um die 36 Euro, da hat sie so einen Rebound geschafft. Jetzt eben wieder auf 38, da scheint gerade, das ist so ein bisschen eine Unterstützung auch seit November letztes Jahr, da ist auch der Kurs aufgetitscht und wieder gedreht. Wir müssen schauen, ob dies als langfristige oder mittelfristige Unterstützung auch hält. Nach oben hin hatten wir einen Höchstkurs aufs letzte Jahr gesehen von 46 Euro. Das, ihr seht, die Spanne ist nicht allzu groß. Dennoch möchten wir so ein bisschen uns den Ausblick mal anschauen, wo die Reise hingeht. Ja, und wie gesagt, aufgrund der Bekanntgabe der Zahlen jetzt hier auch im laufenden Geschäftsjahr ist einfach die Aktie bergab gegangen. Zuletzt konnte man sich eben so ein bisschen wieder fangen, wie wir es gesehen haben. Und aber auch so ein bisschen nach Ansicht der Experten könnte das Ganze hier nochmal weiter nach unten gehen. Man muss schauen, wo wir rauskommen, beziehungsweise wie es auch zahlentechnisch aussieht. Wir springen jetzt mal so ein bisschen in die Kerndaten rein zur DHL. Wenn wir uns das Ganze mal bezüglich Dividende anschauen, dann haben wir schon ein sehr, sehr starkes Dividendenwachstum von aktuell knapp 10% pro Jahr. Also schon wirklich sehr, sehr schönes Wachstum der Dividende und eine aktuelle Dividendenrendite von 4,83%. Das heißt, auch hier ist die Dividende bei knapp 5% schon sehr, sehr stark und ist auf jeden Fall so, kann man sagen, ein sehr, sehr zuverlässiger Dividendenzahler. Wenn wir uns das Ganze mal eben in den weiteren Kennzahlen anschauen, dann sehen wir natürlich, dass wir schon sehr, sehr attraktiv aktuell bewertet sind, natürlich aufgrund des Kursrückgangs. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 44,82 Milliarden Euro. Wir haben ein 52-Wochen-Tief gehabt von 35 Euro. Also wir sehen, wir sind schon fast Richtung Tief aufgelaufen im letzten Jahr. Ein Kursumsatzverhältnis, was aktuell sehr, sehr gut ist, von 0,55 und ein KGV von 13,69. Also wenn wir uns jetzt mal allein die zwei Kennziffern anschauen, dann sind wir schon sehr attraktiv bewertet und das stimmt mich auch so ein bisschen positiv für die Zukunft. Und weil auch natürlich viele Sachen nicht um die DHL Group drum herum kommen. Jeder bestellt Pakete, Briefe, Post, alles, was halt in dem Konzern so mit drin hängt und das ist auch nicht wegzudenken. Also ich denke ganz, ganz klar, die DHL Group wird ein fester Bestandteil bleiben. Es ist einfach ein Konzern, den wir als, ich würde schon sagen, irgendwo im Konsumbereich auch nutzen, weil wir einfach viel konsumieren und somit auch viel Bestellungen passieren und dadurch einfach auch die DHL Group irgendwie zum Tragen kommt. Das muss man ganz klar so sehen. Also man sieht sie einfach im Alltag, egal wo man unterwegs ist, was man macht. Jeder hat irgendwo mit DHL auch schon was zu tun gehabt. Und das ist so ein bisschen was für mich, wo ich sage, es ist auch ein sehr konstanter Titel einfach dadurch. Wir sehen es ja auch in den Kursen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt eben anschauen, mal so ein bisschen in den Kennzahlen. Also wie gesagt, Dividende können schön gesteigert werden, im Schnitt um 10% pro Jahr. Wenn wir uns das Ganze jährlich jetzt im Umsatz anschauen, da konnten wir seit 2019 bis 2022 schöne Steigerungen mitnehmen. Im letzten Jahr ging das hier deutlich zurück
Und auch Umsatz insgesamt ging um 13,4% zurück. Das Bruttoeinkommen um gute 46%. Auch das Nettoeinkommen ist dahingeschmolzen im letzten Jahr um gute 31%. Und das EBITDA um knappe 30%. Also man sieht, letztes Jahr ging es hier nicht ganz so gut vorwärts. Auch dieses Jahr sind aktuell die Zahlen jetzt noch nicht so rosig und auch der Ausblick. Das heißt, hier muss man wirklich mittelfristig darauf hinarbeiten. Wo wir stehen in den nächsten Jahren, das ist die Glaskugel, das kann uns, glaube ich, keiner sagen. Aber wie gesagt, insgesamt sehe ich es als ruhigen Titel an. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr die DHL Group in eurem Depot? Seht ihr es auch als beständigen Titel mit einem kurzen aktuellen Rücksetzer, wo man vielleicht etwas mehr Dividende gerade einkaufen kann? Ich bin mal gespannt, was ihr mir unten reinschreibt. Das mal aber gerade so, ja, so ein bisschen meine aktuelle Sichtweise. Und ja, freue mich natürlich auch jetzt schon aufs nächste Video. Ihr könnt mir gerne jederzeit in die Kommentare schreiben, welchen Titel ihr euch wünscht. Schreibt es mir gerne unten rein und auch, ob euch das Format so an dieser Stelle gefällt. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gemeinsam beim nächsten Video und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!